Ich stehe jetzt gerade vor dem Haus von Franz Liszt, in dem er seine letzten 2 Jahre verbrachte. Und jedes Mal, wenn ich Gedanken über Musik von Franz Liszt habe, erwische ich mich sehr oft bei dem Gedanken daran, dass seine Transzendentalphilosophie bzw. Grenzwertigkeit oder Schwierigkeitsgrad beim Klavierspielen betrifft nicht nur seine berühmten 12 Etüden, Transzendental-Etüden, sondern auch andere Werke. Der Zyklus Mephisto-Walzer, also 4 Mephisto-Walzer, Bagatelle und Mephisto-Polka, sind gerade ganz gute Beispiele dafür. Zum Glück hat Mephisto die Geige gegriffen, als er in die Dorfschenke reinkam, und darauf einen wilden Tanz zu spielen. Diese Geschichte von Lenau hat Franz Liszt dazu inspiriert, seinen ersten Mephisto-Walzer zu schreiben. Die literarische Beeinflussung bei dieser Musik ändert auch technische Ausdruckweise. Diese alle Oktaven, Terzen, Triller und Kadenzen funken zusammen in fehlender Betrachtung des dämonischen Zynismus, des scharfsinnigen Wesens des Mephistopheles, hinter welchem nicht selten der Komponist, also Franz Liszt, selbst zu erkennen ist. Hierhin war dies die größte Herausforderung meines kompositorischen Lebens. Und ich hoffe sehr, dass meine Ideen das Publikum erreichen werden.